Der Bernsteinsumpf. Da sind wir. Willkommen im Bernsteinsumpf. Danke. Vor langer Zeit hat ein Jacobs, dessen Name mir entfallen ist, im Sumpf nach Öl gebohrt. Aber jetzt ist es einfach nur noch ein öliger Friedhof. Egal. Die Schurkenbasis sollte gleich da vorne sein. Wir müssen Archimedes, den Anführer meiner Crew, kontaktieren. Er wird sich um alles kümmern. Das Archimedes. Lass uns mal den Schurken-Exkurs machen. Archimedes und ich haben Schmuggelaufträge gegen alle Konzerne durchgezogen. Vor einer Weile haben wir versucht, Montgomery Jacobs höchstpersönlich ein paar Waffen zu stehlen. Archimedes konnte entkommen, aber ich wurde geschnappt. Doch schon wieder vor Arsch hier, oder? Bot mir kommst du ein neues Level, wo du noch gar nicht drin warst? Die Sache im Automaten mit Level 26, Granaten geil. Haben sie echt mal Scheiße gebaut. Dass jeder seinen Preis hat. Und wenn du diesen Shitstorm von einer Galaxis überleben willst, solltest du deinen lieber kennen. Ein bisschen was los, wa? Bimsen-Radio. Gelegenheitsziel, Klappe. Eines muss man den Kalypso-Zwillingen lassen. Sie haben eine ganze Armee treuer Gratis-Anhänger um sich geschart. Die Konzerne wünschen sich sicher, sie wären drauf gekommen, statt alle Querulanten und Luftverschwendungen. Stimmt, alles was 24 ist, kann ich. Ich meine nur. Besser Stier, dann brauchst du gar nichts kaufen gehen hier, ne? Meine. Ja. Alles also ich kann nie Waffenautomaten groß, aber. Was 24 ist. Was? 10 Level unter uns? Gehen wir jetzt auch nur für Level 24 haben? Ja, da war nochmal. Ja, das hört mir gerade auf. Ich könnte mir das nicht mehr. Lichter. Ah, die sieht ganz witzig aus, die nehme ich mal. So. Die Granadi. Was haben wir denn hier? Hier ist schon wieder lauter Leichen hier. Ja, blöd, ne? Dadurch, dass wir jetzt echt hier nur keinen Fuß reingesetzt haben und so einen niedrigen Level haben, finde ich auch scheiße. Ja. Das ist doch Müll. Da es eine ganz andere Welt quasi ist, ne? Aber so toller Quatsch, was wir da gemacht haben. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Bist du eigentlich dann immer mitsteigen, ne? Weil die Sachen, die du jetzt hier kriegst, dann kannst du dir ein Po mit abwischen. Jo. Oh oh. Mit dem Scharfschützen wäre noch nicht so ganz zurecht. Kannst du nur holen zum Verkaufen, das Zeug. Also können wir auch zackig machen hier, wa? Wir können auch ein bisschen zackiger machen, so. Das ist ja ein riesiges Ding, ne? Das ist natürlich mies, ey. Ja. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Nebenmission. Ist das Nebenmission, ne? Oder? Ja. Nee, Schurken ist cool, das ist eine Hauptmission jetzt. Ach, das ist tatsächlich Hauptmission. Okay, ne, dann peile ich es nicht. Vielleicht hätte man nicht alle Nebenmissionen machen sollen, aber wenn es die schon gibt, dann sollte man die auch machen können, ne? Und dann sollte das Ganze auch mitwachsen, ja, eigentlich. Oh. Dein Weg ist hier zu Ende. Kannst du dich mal durchmassakrieren hier alles, wa? Ja, gibt natürlich auch kaum EP, ne? Das ist jetzt auch ein Witz, was es hier gibt. Dann kriegst du die Gegner weg und dann kriegst du einen Punkt dafür. Ja. Hatte ich am Schluss dann auch, das ist echt ein Stier. Ein Punkt. Oh, toll.
mir. Der Feuchte hat. Ja, das heißt, die Taschenkiste lohnt sich auch nicht dann, oder? Nee, es gibt, ich weiß nicht, Iridium und XP halt, ne? Dafür lohnt sich schon. Ja. Aber sonst. Vor allem selbst für die größeren Covers kriegst du nur 2 Punkte. Jo. Du hast doch gar keine andere Möglichkeit, hier Führer reinzugehen. Das ist ja die Hauptmission, die dann erst kommt, nachdem du den Schlüssel hast, ne? Deswegen, ja. Frag dich eben, ob das Hauptmission ist. Das verstehe ich gar nicht. Das ist absoluter Quatsch. Was sie da gemacht haben. Oh, über uns, ne? Vom Schuppenblick drauf schießen die auf das Tor, glaube ich. Ach so, ja. Hier Schuppenblicks. Achso. Nö, hä? Nö. Warte. Ich will jetzt angehen. Geht ein Scheiß. Sollen wir doch irgendwo oben? Ja, würde ich sagen. Der Schurken wird einfach nur oben. Lass mich raten, rechts rum. Ach, ihr seid gar nicht hier, wo seid ihr denn hin? Wir sind weg. Komm doch näher! Wo wir da hin? Wir suchen nach einem Schurkenblick. Ich bin links abgebogen, aber da seid ihr wohl nicht. Nee. Da bin ich gekommen. Da unten links abgebogen, aber. Ja, da ist er doch. Naja, jetzt bin ich hinterher. Ich war gerade in so einem KDK-Lager. So. Wahrscheinlich hier links, ne? Ja, da. Ja, hier oben. Falsche Richtung gestanden. Stimmt. Hier lang. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sieht doch ziemlich zu aus. Ja. Vielleicht dürfen wir das Lager durch, wo ich gerade schon mal reingelaufen bin. Wirklich? Ah, Scheißdreck. Hier sieht's mir nicht danach aus, als würde es hier weiter nach oben gehen. Manchmal, wenn Monty gerade Jacobs Geschäfte zu erledigen hatte, hat sein Sohn Wainwright mir den Planeten gezeigt. Der Kleine wollte sicherlich der nächste Chef werden. Ich habe die Bosse von allen Konzernen. Wir waren da schon richtig, aber irgendwie hat er nichts angezeigt. Ja, das steht doch. Oh, hier ist irgendwas. Wo ist was? Was ist denn da? iPhone Lock oder irgendwas? Ja, ist ja oben. Hab ich doch schon gerade. Da, genommen. Schon eingesammelt. Ich geh nochmal hinten gucken, weil er als Markierung zeigt, anschieß auf den Schurkenblick. Schieß auf die Schurkenblick-Marke, ja. Warum haben wir die bloß nicht gesehen? Aber ein ich bisschen... hab aber auch nochmal geguckt und hab nichts gesehen, muss ich dazu sagen. Ja, Mann. Ach, hier sind auch so gute Jungs. Wo waren die? Wo hast du denn drauf geschossen? Hier oben rechts in der Ecke, wenn du vorm Tor stehst. Ja.
Oben rechts in der Ecke, da war so eine Marke. Achso, das habe ich nicht gesehen. Da ungefähr. Ich habe auf die, die Dinger auf dem Tor sind, ne, die Leuchtedinger. Ja. Ich hab auch drauf geguckt. So, nochmal wo? Ich muss da nochmal wissen, wo. Was ist denn? Ich komme jetzt gerade an. Also. Da ungefähr. Ach echt, da irgendwie, eins? Irgendwie oben in der Ecke. Achso. Okay. Ich glaube, das ist ein Iridium für uns in der Ecke, gar nichts. Nein. Nada. Ach, jetzt weiß ich, warum ich da hinlaufen wollte. Wo ich gelaufen war, da gab es irgendwo Iridium. Naja, jetzt bin ich wieder hier. Naja. Dann gehst du nochmal hin, holst du schnell. So schnell ist es nicht, das ist ziemlich weit am Anfang. Und schlecht, dass wir jetzt einen Reisepunkt hier mittendrin haben. Mal, ob du hier Licht machen kannst. Ja. Archimedes, wo zur Hölle steckst du, Mann? Schön. Der Anblick gefällt mir gar nicht, aber sieh dich um, ob du irgendwas in dem Chaos findest. Hm, das erinnert mich an mein erstes Klavierkonzert. Scheiße, das ist Cassie, die beste Schmugglerin bei den Schurken. Das war sie zumindest. Ich habe seinen Namen vergessen, aber das würde ihn auch nicht wieder lebendig machen. Also ist's auch egal. Der Kerl und ich, wir waren der Stolz der Vastlands. Jetzt sind nur noch Aufschnitt und Eingeweide von ihm übrig. Das ist nicht Archimedes. Wo ist er denn bloß? Da ist noch einer. Das Gesicht ist nur schwer zu erkennen, aber das ist Archimedes ID. Schätze, er ist wohl wirklich weg. Nimm seine Sicherheits-ID mit, Kammerjäger. Wir brauchen sie vielleicht noch. Also, der Hübscheste ist es nicht. In Ordnung, wir sollten die Sicherheitskonsole überprüfen. Konsole. Sicherheitsprotokolle werden initialisiert. Scan läuft. Mal sehen. Ah, wann kommt Archimedes zurück? Er hat gesagt, wir sollen uns hier verstecken. Heute werden wir nicht mehr extrahiert. Vielleicht morgen. Was glaubt ihr denn, wie lange wir dieses Fragment verstecken können? Im Sumpf wimmelt es nur so von Karika. Hey, was soll das? Wie habt ihr uns gefunden? Wollt ihr uns schießen auf? Voll unter Panik. Jemand hat meine Schurken kalt erwischt und das Fragment gestohlen, aber ich bin kein Detektiv. Ich habe aber etwas verdammt Ähnliches. Drück diesen Knopf da vorne. Tja, manchmal muss ein Schmuggler seine Fracht schnell loswerden. Die Schurken setzen dann einen speziellen Beutefinder ein. Habe ich selbst entworfen. Mit dem Baby können wir verlorene Güter auf dem ganzen Planeten wiederfinden. Aber in diesem Fall spüren wir das Fragment auf und den Verräter, der es gestohlen hat. Zugang verweigert. Das Primatorium hier. Das hatte ich vergessen. Jeder Schurke hat eine Sicherheits-ID. So wie die, die du von dem Blutklumpen hast, der mal Archimedes war. Wer auch immer meine Schurken getötet hat, war schlau genug, ihre übrigen IDs einzustecken. Zum Glück habe ich noch ein paar Leute im Einsatz. Hol dir ihre IDs, damit wir den Beutefinder aktivieren können. Fang mit Agent D an. Er ist in der Nähe. Kontaktiere die, während ich die anderen informiere, dass du kommst. Aber sehr gerne. Agent D ist ein Meister der Tarnung und der Fallen. Und ein verdammt guter Pole Dancer. Die kenne ich. Was in dieser Galaxis hilfreicher ist, als du vielleicht glaubst. Du wirst schon sehen. Agent D ist auf einer Ablenkungsmission. Er hat die KDK hypnotisiert. Diese Banditen machen keinen Finger mehr krumm, ehe du ihm nicht den Befehl gibst, seine Deckung aufzugeben. Ich schätze, diese dämlichen Schweine sind nur auf Taurine reingefallen, weil sie sonst niemand geliebt oder geachtet hat. Aber das ist noch lange kein Grund, die Galaxis niederzubrennen. Aua, sag mal. Ein für den Spaß! Güter. Bis hierhin und nicht weiter! Die haben natürlich Level 32 hier die legendäre Jagd unter Axt. Wo denn? Wir fummeln einen durch. Hier runter.
mich doch sehen auf der Karte, ihr Mösen. Ja, du bist ja auch. Wo bist du denn bloß wieder ja, hingelaufen? Ja, ja, ist die Frage, wo er schon wieder hingelaufen ist. Da, wo wir gar nicht hin wollen. Ich krieg gerade einen Arsch aufgerissen von Billy. Oh. Überleg mal, warum. Aua. Oh, hier müssen wir doch mit dir runter. Hm, Klon. Ganz so einfach. Nö. Nee. Da frag ich mich, warum haben die jetzt Level 31? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß, ich habe ja zwei Billys. Wird knapp. Vielleicht sind die Crew-Herausforderungen aber auch angepasst. Ja. Also die anpassen. Sehr dunkel. Das ist echt ein bisschen düster. So eine dicke Kiste oder? Wirklich. Der Redium war uns gefunden. Oh, aber hallo. Hm. Wird dünn hier die Höhle. Hilfe. Da gibt's wohl nichts in der Höhle hier. Was du denn? Wow. Denn schon wieder? Ich weiß nicht, was er da schon wieder macht. Hast du dich selber angeschossen oder was? Ich blitze, ich weiß nicht, wo ich da reingelatscht bin. War bestimmt was Fettes, aber. Ich glaube, ich hängt das an meiner Waffe zusammen. Ich glaube, ich kann mich damit selber verletzen. Ich habe auf dich gewartet, Kamadi. Weißt du, es ist schon ewig her, dass wir deine Sirenenfreundin getötet haben und meine Anhänger sehnen sich nach einem neuen Mordvideo. Also haben wir eine Todesmaschine gebaut. Vorschlag, ich filme mit meinen Mordkameras, wie du dich selbst umbringst und ich gebe dir eine einmalige Waffe dafür. Ich schätze, du könntest versuchen, mir den Spaß zu verderben, meine Mordkameras zerstören, was auch immer, aber mal im Ernst. Du bist eine Waffenhure, das wissen wir beide. Und diese Waffe hier ist deine Selbstachtung mehr als nur wert. Könnte man vielleicht mal machen. Oh, was hat er da? Ja, nee. Gleich. Musst du da vorne in die Falle reingehen und kannst dich umbringen lassen. Da gibt's, glaube ich, eine Waffe für. Habe ich im Einzelplayer nicht gemacht. Da habe ich die Kameras zerstört. Da gab es einen Scheiß für. Na, dann lass mal, da muss man die Mission wechseln. Da bin ich reingegangen, um es auszuprobieren und bin trotzdem draufgegangen. Ich habe trotzdem Scheiß gekriegt. Ja, man, dann wechseln wir die Mission. Ja, warte, ich wechsel. Der opfert sich freiwillig? Ich. Der die meiste Kohle hat? Ich meine, wenigste Kohle. Komm her. Nutze die offensichtliche Todesfalle. Da reingehen und dann wirst du. Wir können auch bestimmt zu zweit hier rein. Oder zu dritt. Guck mal an. Toll, Leute. Ich hoffe, es lohnt sich hier, Depp. Ich hoffe es auch. Wahrscheinlich lacht sich jetzt kaputt und kriegt trotzdem nichts. Wow, du hast es wirklich getan? Du bist eine Waffenhure und wir haben gerade ein paar hunderttausend Anhänger gewonnen. Eine Win-Win-Situation. Ich bin hier fertig. Danke, Kammerdieb. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Jetzt gebe ich Gas! Toll. Toll. Doch, eine orangene, doch klar, eine legendäre Pistole. Okay. Das ist der Wolf. War doch Waffenhuren. Natürlich sind wir Waffenhuren.
Das ist wie bei diesem Spiel. Ja. Na, schade, das hab ich verkehrt, oder? Wollen wir mal austesten hier. Mit dem indirekten Schadenradius und so, da kann ich nicht viel zu sagen. Was? Ja. So, Finnagent D immer noch. Richtig. Hat sich nicht viel daran geändert. Ich hätte mal einen Skillpunkt zur Verfügung schon wieder. Ich weiß gar nicht. Wo ging der her? Eben gerade gab es einen, weil wir uns umgebracht haben. Waffenschlampe zu verkaufen. Waschlappen? Waschlappen, ja. Schlamm? Bei Bohrinseln. Was? Was? Oh? Geht so. Oh ja. Ja. Das ist nett, ne? Ja. Schaden ist man soll nicht vergessen, die sind nur Level 26, 27, ne? Ja, glaube ich, mit Limo ist das nicht dauernd voll labert. Jetzt hört ihr das auch, dass er andauernd was sagt? Ja. Ja. Der hat wahrscheinlich zur Waffe dazu. Hier auf mich. Zwar kein Bier, aber auch nicht schlecht. Da drüben für eine Party. Agent D lebt und ist wohl auf. Schieß mit dem Schurkenblick auf diese Markierung, wenn du bereit bist, die zu enttarnen. Oh. Ja, so schlecht ist aber nicht. Kann man jetzt nicht meckern. So, ne? Nicht mich hauen? Nee. Hey, Heuchler! Sie sagt, es ist ein Verräter unter uns und du brauchst meine ID. Hier, nimm, Baby. Wer der Verräter auch ist, Clay wird ihm die Gliedmaßen einzeln ausreißen, wenn ich ihn nicht zuerst finde. Schlitzohr! Jetzt müssen wir noch Schleichfuß finden. Jäger von Beruf, ein Geheimbriefkastenmeister. Er hat Abhörgeräte aufgestellt, um Infos über die KDK zu sammeln. Check sein Versteck und finde heraus, was er vorhat. Ich fasse es nicht, dass einer meiner Schurken abtrünnig geworden ist, aber Schurken sind eben Schurken, richtig? Hätte ich wissen sollen. Mein Fehler. Ist da oben irgendwie. Unten war eine Box, ne? Mhm, hab auch schon geguckt, ob es da was gibt, aber. So aus, ne?
Doch. Doch, oder? Nee. Hm? Was, ne? Ne, sah mir nicht so aus. Zwar, also keine Satellitenschüssel, nur unsere Antenne war da oben drin. Waffenschlampe zu verkaufen! Waffenschlampe zu verkaufen! Das ist aber bestimmt hier mit. Was ist das Schleichfußgeheimdepot? Zerstört sich in 3 Sekunden selbst. Piep, piep, piep. So ein Scherz, Clay. Ich würde dich nie töten. Wir sind deine Familie, Kumpel. Schade, dass du mir nie näher kommen wirst als jetzt. Die Ecke ab, oder? Was ist? Du bist ein verrückter Bastard. Wir kennen uns schon lange. Du musst ihn finden, Kammerjäger. Ein Schleppi. Schleppi, Kleppi. Dann ist Midi abgeblieben. Ich habe gerade das in den Briefkasten geholt. Oh. Wenn ihr euch hier hinten die Beine vertreten habt. Das wird gut tun. Wahrscheinlich nicht. Ja. Nein, sieht nicht so aus. Oh. Okay. Da wird nicht rausgegangen. Nee. Sonst gibt's Fubak. Alles klar. Ich würde sagen, Agent Schleichfuß in der nächsten Folge, oder? Würde ich hier glatt zustimmen. Ja. Dass wir uns auf Schleichfuß Fußschleichen geben. Nein, das macht keinen Sinn. Hier müssen wir wohl durch, wa? Mega rasender Holzarmer. Was ist das denn für ein Vogel? Mann, das ist immer nur ein Kill. Müssen wir auch mal kurz wegmachen. Ja, ist ja schon tot. Ich wollte auch nicht so berauschend. Der Arme. Na gut, dann. Schicht im Schacht. Tink. Dann Schicht im Schacht. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Jo. Freut euch auf den Schleichfuß. Yay. Ciao. Tschüssi.